Hallo, heute bin ich hier in einem wundervollen kleinen Geschäft, wo eine riesengroße Firma dahinter steht. Und zwar handelt es sich um die österreichische, speziell Wiener Firma Lemberuna, die verschiedene Produkte rund um Superfoods und Rohkostqualität anbietet, aus einer sehr, sehr verlässlichen Quelle. Vielleicht habt ihr diese Produkte schon gesehen. Es sind die Produkte von Bioleben, Vitarona und von Pearls of Samarkand, Perlen der Seidenstraße. Und ich führe euch jetzt in diesem kleinen Laden, der Elmiras heißt, im zweiten Bezirk in der Vorgartenstraße herum. Denn hier kann man Nüsse und Trockenfrüchte sich abfüllen lassen in mitgebrachte Gebinde. Und dadurch hast du es natürlich toll, in einem tollen, günstigen Preis. Und das, was mich eigentlich als Händlerin am meisten beeindruckt, ist, dass das ein rein vegan verarbeitender Betrieb ist. Ein österreichischer Betrieb und dass die Familie durch die Frau, die Elmira heißt, einen Zugang nach Usbekistan hat, aus ihrer Geschichte und aus ihrem familiären Hintergrund zu sehr, sehr guten wilden Beeren und Trockenfrüchten. Und daraus entstammt wirklich ein wunderbares Sortiment, das zusätzlich Fairtrade gehandelt wird und ein österreichisches Biergütesiegel trägt und nicht nur das europäische Gütesiegel, und das ist für mich eine sehr, sehr gute Qualität. Und hier kriegst du die Produkte zu einem tollen Preis, weil du hier direkt von der Firma kaufen kannst. Also wenn du in Wien bist, nütze diese Gelegenheit. Bis Ende August ist hier dann Sommerpause, aber ab 1. September kannst du hier täglich unter der Woche auch einen kleinen Mittagssnack nehmen, während du da deine Superfood und Nüsse shoppen kannst. Aber die Firma hat auch einen Online-Versand. Unter lemberuna.at findest du das. Und wenn du jetzt zum Beispiel nicht in Wien wohnst oder sogar in Deutschland bist, die Firma schickt das auch nach Hause zu dir. So, wir gehen jetzt in den Laden hinein. Ich habe hier ein kleines Körbchen, das ich mir mitnehme. Und jetzt zeige ich dir mal hier, was es für eine Linie gibt in Form von Superfrüchten. Und zwar habe ich das bei mir auch im Laden. Das ist eine große Einheit Goji-Beeren, sehr gute Qualität, weil ihr wisst ja, das kommt üblicherweise aus China und das kann sehr schadstoffbelastet sein. Und die Goji-Beere ist eine super Frucht der Extraklasse, weil sie auch Omega-3-Fettsäuren und Proteine beinhaltet. Und das ist die Wolfsbeere, und durch die Antioxidantien hast du hier ein vollwertiges Lebensmittel, das eigentlich mit einer Handvoll Goji-Beeren sehr viel vom Tagesbedarf abdeckt. Und hier hast du jetzt eine wirklich Top-Quelle, noch dazu mit Rohkostqualität. Das heißt, das ist beim Trocknen schonend getrocknet worden. Und trotzdem hat es die wunderbare Qualitätsklasse, die in Österreich herrscht, durch unsere strengen Auflagen, weil es hier verarbeitet ist. Und da bei Rohkostprodukten musst du immer darauf achten, dass die Verarbeitungsqualität stimmt, weil es ist ja nicht desinfiziert im Sinne von Erhitzung. So, hier findest du jetzt wunderbare getrocknete Früchte. Was ich sehr, sehr gerne mag, sind eben auch die Hülsenfrüchte, die es gibt. Aber es gibt auch Fruchtmixe. Und dann die einzelnen Beerensorten. Und was ganz, ganz besonders toll ist, das finde ich ja von der Qualität her hier am besten, und das habe ich in meinem Laden auch, das sind die wilden getrockneten Heidelbeeren. Weil wer Anthony William macht, der weiß ja, dass die wilden getrockneten Heidelbeeren das Beste zum Entgiften und zur Schwermetallausleitung sind. Und die Produktqualität ist hier wirklich spitze. Und dann gibt es natürlich alle Arten auch noch von Getreiden. Und du siehst hier jetzt ein anderes Logo, das ist die Firma Bioleben. Und die haben eben österreichische Linsen und österreichischen Leinsamen und sehr viele Getreide aus unserem wunderbaren Land Österreich. Ja, und jetzt gehen wir da hinüber, noch in eine Ecke, da kommst du mal mit. Da ist der Kühlschrank, da ist ein bisschen Wirbel, aber was ich dir noch extra zeigen will, es gibt ein wunderbar ausgeklügeltes Proteinpulver, das sehr kostengünstig ist. Und dann gibt es auch noch so eine Mischung, die nennt sich My Perfect Morning. Da sind quasi alle Sachen drinnen hineingemischt, und da ist das unter den Sportlern bekannt, dass das eine wunderbare Frühstücksqualität gibt. So, neben dem Bistro gibt es eben auch noch hier diese wunderbaren Nüsse, die quasi in größeren Einheiten in Papiersäcken verpackt sind. Und Macadamia-Nüsse ist mein neues It-Stück, weil das besonders gut
von Omega-3-Fettsäurehaltig, aber nicht Omega-6-Fettsäurehaltig ist. Also ich decke mich hier mit Macadamia-Nüssen ein. Und da siehst du auch größere Mengen an Cashewnüssen. Und was jetzt bei mir jetzt auch gerade ganz beliebt ist, sind die Kürbiskerne, weil Kürbiskerne so viel Spermidin haben. Das heißt, das kommt jetzt gleich in mein Körbchen. Und hätte ich jetzt meine Box mit, könnte ich hier zu diesen Gläsern gehen und mir hier quasi Ware in mein eigenes Gebinde nehmen und abfüllen lassen. Das spart Verpackung und du kriegst quasi wirklich eine Art Großhandelspreis. Ja, ich hoffe, das war wieder ein Beitrag für euch. Ich stelle mich jetzt noch Richtung der Theke hin, weil in der Theke befinden sich dann sehr leckere Rohkostsüßigkeiten und täglich gibt es ein Mittagsbuffet, wo du auch einen sehr guten Snack bekommen kannst. Das heißt, der Besuch lohnt sich hierher, weil das Geschäft über mittags offen hat, aber wie gesagt, erst ab 1. September wieder. Und ja, das ist einen Besuch wert und es ist auch öffentlich gut erreichbar mit der U-Bahn, weil die Vorgartenstraße an der U1 liegt. Ja, und da siehst du nochmal einen kleinen Überblick. Ja, also, bis zum anderen Mal.